Weg. Na? Damit hauen wir jetzt einmal auf den Rancher, dann können wir hoffentlich. Oh, oder so. Ja, der geht ganz schön weit nach oben. Und unten. Okay. Ja, dann bauen wir doch einfach mal noch 3 Rancher und verteilen die hier drumherum. Problem ist, die brauchen allesamt Stromversorgung und ein. Ne, da brauchen Stromversorgung und ein Fluid Importer. Wofür bist du? Mach mal ganz kurz dich weg. Was sammelt sich hier? Gar nichts, ne? Das war nur vorher vor die Schlachtanlage. Damit das Fleisch und so weiter hier drin landet. Der Rancher braucht die Kiste gar nicht. Nee, okay. Das heißt, du kannst weg. Die Sachen können. Land mal ganz kurz in der Kuhherde. Lasst mich durch. Mama. So. Du weg. Du weg. Dich kann ich nicht abbauen. Doch, kann ich. Trampel, trampel, trampel. Lass mich durch. Du weg. So, das sind die Spawner. Ein Energieding brauchen wir noch für den anderen Spawner. So. Dann kommt darauf noch ein Energieding und darauf ein Energieding. Das ist ein bisschen doof. Na gut, gucken wir mal. Rancher. Du da. Ich bapp den jetzt einfach mal hier ran. Lass ihn hier in die Richtung gucken. Du zeigst noch. Ah doch, jetzt macht er. Ja, nimmt den Boden auf jeden Fall mit. Oh, nur knapp. Die untere Hälfte der Kühe zählt nicht. Und da sind die Euter. Arbeitest du? Ja, hast auch keinen Importer. Also das nächste Problem. Das heißt, die Importer müssten oben drauf. Und, also der Kabelsalat ist Horror. Du. Da. Ja, nee, weil hier soll ja eigentlich auch noch einer hin und da soll eigentlich auch noch einer hin. Das heißt, es kommt hier lang und geh weg, Kuh. Ich hau dich mit dem Kabel tot. Das so. Okay. Du musst es jetzt eigentlich ab, nicht du. Du musst jetzt eigentlich arbeiten. Klick, 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 klick. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt noch 2, 3 Rancher und gucken, ob wirklich Milch auch ankommt. Weil, dass der untere Block von den Kühen nicht mitgenommen wird, ist ein bisschen irritierend für mich. Molten Milch, da. 3200. Ja, tickert schön hoch. Wobei 16 Millionen echt ein wenig, ja, ich weiß auch nicht. Wie viele Rancher man da aufstellen müsste, damit das Ganze wirklich gut funktioniert. Rancher. Da. Was fehlt? Scheren. 1, 2, 4. Wo wir gerade dabei sind. Dum, dum. Immer schön Pattern machen. Müssen irgendwann alles herstellen können. Vanillezeug können wir hier mit hinhauen. So. Mit dir. So, jetzt Rancher. 1, 2. Wir können die Scheren noch herstellen. Bauen wir 10. So. 3 Rancher. Da brauchen wir noch 3 Fluid Importer. Fluid. Importer. Da. Beginnen. Flutimporter. Flutimporter und noch Conduits.
wenn wir davon genug haben. Jo. Sehr schön. Zack. Oh, da war irgendwo ein Creeper. So, du bekommst jetzt noch hier einen Rancher. Warum hat er den Punkt hinten dran? Das ist sehr komisch. So, hier den Rancher. Ja, klatschen wir einfach hier noch mit dran. Du machst hier die Paar, das sind echt nicht viele. Aber jedes bisschen zählt und so. Du machst hier. Komm, lande drauf. Schön, schön. So. Du, Import. Import. Alles schön am Tickern? Nicht du. Ja, 20, 20, 20. Wer sagt eigentlich, dass ich in jeder Richtung nur einen machen soll? Das ist ein guter Punkt. Dreh den mal so. Und guck mal, ob der hier auch was noch mitnimmt. Also ist ein wenig unrealistisch, dass denn die Kühe mehrfach gemolken werden. Eigentlich dauert das hier mal den ganzen Tag. Aber scheint zu funktionieren. Das heißt, theoretisch könnte ich eine ganze Wand aus Ranchern hier hinbauen. Aber das finde ich dann ein bisschen albern langsam. So soll das reichen. Okay. Das heißt, nachher im Zeitraffer werde ich einfach mal hier die Wände zumachen. Damit wir die Kühe nicht mehr sehen müssen, während sie gemolken werden. Dann wird das auch erstmal abgeschlossen. Und so tuckert jetzt nach und nach ein bisschen Milch rein. Wir bauen irgendwo diese automatische Abgebanlage. Wobei ich noch nicht weiß, wo. Das hieß Q... Ja, Q Quest Delivery System. Das Ding. Davon brauche ich mehrere. Quest Del. So, 3 Stück. Dann brauche ich jetzt Fluid-Exporte. Fluid-Ex. Wir davon auch mal 3. Und dann brauche ich noch ein Bucket. Ein Milchbucket, ja. Haben wir noch Quests für andere Flüssigkeiten, wo wir gerade dabei sind, um so ein bisschen auszusortieren? Liquid Mops. Haben wir. 160.000. Ja, das grüne Zeug hätte ich eigentlich ganz gern behalten. Redstone, Ethanol, Pyrosium, Sewage, Mushroom Soup. Liquid Meat. Meat haben wir, oder? Ja, 15 Buckets. Das lohnt nicht so wirklich. Aber ich kann mal ein Bucket rausholen, damit wir die erste Quest zumindest schon mal abschließen können. Meat. Ein Eimer voll Flüssigfleisch. Ach. Da. Questbuch? Questbuch. Bitteschön. Dankeschön. Yummy. Okay. Quest Delivery System. Das packe ich mal zu meiner Müllanlage. Zu weit unten. Mittlere Etage war das. Genau hier. Also da sind die Zerstöranlagen, die automatischen. Dann mache ich hier mal die automatische Questanlage. Das heißt, wir müssen jetzt die Quest auswählen. Die da. Select Task. Dann klicken wir damit da drauf. Dann binden wir diesen Block an die Strong Bones Quest. Dann machen wir dich da dran. Drehen dich um. Stellen dich so ein, dass du Milch exportierst. Und hauen hier für dich irgendwo ein Loch in die Wand. Man, 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 man.
da. So. Klick, klick. Und jetzt müsste eigentlich durchgehend hier Milch reingepumpt werden und die Quest müsste sich immer weiter aktualisieren. Gucken wir nach. Da. Ja. Und zwar ziemlich, ziemlich schnell. 6000 Buckets? Sehe, dass es Buckets sind und nicht irgendwie... Ah, das sind jetzt 9 Buckets. Es sind 16.000 Buckets. Und das hier sind Mikro-Buckets. Die 16 Millionen. Okay, das macht schon wesentlich mehr Sinn. Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Viertel fertig. Ja, guti, 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 guti. Und das können wir halt mit anderen Sachen auch machen. Das können wir auch genauso machen für Toastbrot später, wenn wir wieder eine Weizenfarm haben und so weiter. Das heißt, wir können dann einfach hier 3 Stück dahinter in eine Reihe knallen, denen jeweils ihre eigene Quest zubinden, den Exporter dahin packen und dann ist gut. Schön. Seed Oil. Das heißt, das hier werden auch nur 160 Buckets Seed Oil sein. Aber Seed Oil war so eine Sache. Da haben wir nur 36, ja. Fruit Juice. Haben wir keine Quest für Fruit Juice? Nee. Biofuel. Gut. Na gut, wir haben ein bisschen kleinen Kram gemacht, diese Folge. Ich werde jetzt, wie gesagt, im Zeitraffer die Kühe einsperren und oben ein bisschen weiterbauen. Und in den nächsten Folgen, denke ich mal, suchen wir uns dann den Bienenraum aus. Also bis denne.